Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ni no Kuni 2. Wir stehen mitten in der Prüfung der Weisheit in Raum 2. Ja, und wahrscheinlich gibt es heute nur Rätsel die ganze Zeit. Zumindest befürchte ich das. Aber, kleine Regel für mich selbst, sollte ich zu lange an etwas haken. Raum 1 ging ja jetzt, aber ich denke mal, es wird jetzt progressiv schwerer. Mache ich einen Cut und damit ihr jetzt nicht zu lange sehen müsst, wie ich an dem Rätsel sacke. Aber wir gucken mal, wie gut wir durchkommen. Also, Raum Nummer 2, Begegnung. Auf ihrem Weg trafen der Junge und die Fee auf neue Gefährten. Die erste war eine herzensgute Harfenspielerin. Ihre wunderschönen Lieder bezauberten die Herzen der Menschen. Der zweite war ein tapferer Schütze. Dank seiner Entschlossenheit überwanden die Freunde viele Gefahren. Der dritte war ein weiser Zauberer. Er nahm den Jungen in die Lehre und teilte mit ihm sein Wissen. Nun nicht mehr allein fand der Junge den Mut, sich den Kreaturen zu stellen. Gemeinsam sollten die Gefährten auf ihrer Reise noch viele dieser Kreaturen bezwingen. Okay, also, wir merken uns jetzt einfach mal rosa, grün, lila, blau, rot. Und der Junge und die Kreatur müssen sich definitiv angucken. Der Rest ist, glaube ich, egal, ne? Gucken wir mal. Ist hier sonst irgendwo so ein... Die beiden haben Dings. So ein... Na, hier so ein Rädchen. Okay, laufen wir mal los. Den nehmen wir mit. So. Dann laufen wir zu dir. Du bist der Schütze. Dann laufen wir zu dir. So. Ach, guck mal, interessant. Die Kreaturen und der Junge, die haben beide nur noch ein gemeinsames Feld. Jetzt muss ich mal schauen. Der Schickiller guckt zu mir. Der muss sich umdrehen. Jetzt laufen wir hier außen rum. Hier noch die Kugel mitnehmen. Der Junge guckt auch zu mir. Würde ich sagen, laufen wir in der Mitte durch. Und ab zu Buch. Ich glaube, das war richtig. Ja. Geil! Du bist dem richtigen Pfad auf dem Verlauf der Geschichte gefolgt. Was erhalten wir? Ein Töpfchen Aroma. Oh, ein Drei-Blätterkraut. Ist gut. Ein geweihtes Hölzchen, okay. Ist vielleicht besser als das vorige. Mal schauen. Wie viele Rätsel gibt es denn hier eigentlich? Ach du Schande. What the fuck? Okay. Was bedeuten diese roten Dinger? Darf ich da nicht lang gehen oder was? Ja, wir schauen mal. Entscheidung. Okay, scheint vielleicht das letzte zu sein. Des bösen Drachenfestung ward von vier Türmen beschützt, die zunächst zu zerstören galt. Das sind wahrscheinlich diese Dinger da. Den ersten Turm zerschmetterte der Zauberer mit einem Wort. Den zweiten Turm fällte der Schütze aus der Ferne. Den dritten Turm stürzten Krieger, angefeuert von der Harfe Klang. Den vierten Turm schließlich zerstieß die Fee mit ganzem Körper. Okay, also lila, grün. Ist das Lachsfarben? Lachs, rosa und orange. Oh Gott. Okay. Seine Türme und Macht beraubt, kam der Drache zum Kampf heraus. Und in einem Moment, als der Drache ihm seinen Schwachpunkt entgegenwandte, sprach der Junge den heiligen Zauber. Das Juwel zersprang, das das Drachenleben in sich band. Und endlich war das Biest erschlagen. So kehrte der Frieden in die Welt zurück. Okay.
Ich will mir das auch nochmal angucken. Also, erst der Zauberer, dann der Schütze. Wir gehen erst nach rechts, dann nach links. Dann der... Wo ist denn da der Krieger? Ah, der ist da hinten. Der ist da hinten bei der Dings. Bei der Hafenspielerin, weil die ist ja neben ihm. Und ich denke mal, sie ist zu ihm gedreht. Nehme ich mal an. So. Dann kam der Junge am Ende. Aber erst kam er da hinten noch, ne? Oh Gott, das wird busy. Aber da komme ich doch gar nicht lang. Kann ich diagonal laufen? Nee. Weil wenn ich jetzt hier lang gehe, ist der schon weg. Ich könnte komplett außen rum gehen, aber da komme ich auch nicht mehr zurück. Aber es kommt doch erst der... Es kommt erst der Zauberer. Ja. Denn der Schütze. Probieren wir mal. Ich laufe jetzt mal hier lang. Was kann ich denn hier mitmachen? Alles klar. Cool. Dreh weiter. Super. Das ist gut zu wissen. So, der Schütze muss zum Turm kommen. Perfekt. Und ballert ab. Jo. Denn drehen wir. Und holt uns die Kugel. Dann holen wir uns die Kugel. Was ist denn das Weiße da? Ist das Weiße ein Monster? Aber das interessiert uns nicht, weil... Das ist ja nicht angezeigt. Und wir sind falsch gelaufen. Verdammt, wir sind falsch gelaufen. Da komme ich nicht raus. Okay. Ja. Wir müssen von vorne beginnen. Oh. Ja. Schade. Aber ich habe schon gesehen, dass wir falsch gelaufen sind. Also, da wäre ich nicht mehr rausgekommen, glaube ich. Aber jetzt wissen wir ja ungefähr, wie es läuft. Also, wir gehen weiter. Laufen einmal hier rum. Drehen den Schützen. So, nicht zu mir. Ab zum Turm. Drehen das Monster. Holen uns die Geisterkugel. So, jetzt muss ich echt überlegen, wie laufen wir? Kann ich auch nicht lang laufen, ne? Oh, das ist knifflig. Also ich muss die Tante drehen. Es ist schwer, ich weiß es nicht. Kameraansicht wechseln. Oh, cool. So, also gehe ich links lang, versperre ich mir den Weg.
Weil dann muss ich erst. Ich muss ja erst zum Drehkreuz gehen. Da bleibt mir ja nur absolut nichts übrig. Wie mache ich das? Das Problem ist, ob ich jetzt lang, ist gleich mein Weg da weg. Da komme ich auch nicht weg. Ja, die Krieger, angefeuert von der Harfe. Wie gehe ich hier am besten? Hier ist der Weg, der nachher gleich weg. Das ist ja das Problem. Ich gehe jetzt mal so. Ich versuch's mal einfach. Vielleicht passiert da dann irgendwas. So. Der ist weg. Ja, ich sitze in der Falle hier. Hier komme ich nicht raus. Nee. Ach, hey je. Was mache ich falsch, liebe Leute? Ja. Wir sollten den letzten Schritt nochmal überdenken. So. So, drehen wir mal den Schützen. Ist jetzt der letzte Versuch. Ja. Kugeln holen. Ah, warte mal. Alles klar. Jo. Ja, ich lasse jetzt diese scheiß Kugel da liegen. So. Oder? Ja. Ja, wir lassen die jetzt hier liegen. Wird zwar nicht perfekt, aber ist egal. So, du drehst dich bitte zum Schützen, danke. So. Puh. So, dann haben wir da jetzt den Jungen, der ist aber noch nicht an der Reihe. Sondern als erstes da hinten. Überlegen, wie ich gehe. Boah, das war knapp. Das wäre falsch gewesen. Du drehst dich zum Turm. Haust den weg, danke. So, jetzt ist die Frage, wie muss er stehen? Er trifft den Juwel, also eigentlich muss er so rum sein. Ja, die Geschichte lesen, den zweiten Abschnitt. Und in einem Moment, als der Drache
ihm sein Schwachpunkt entgegenwandte, sprach der Junge den heiligen Zauber. Der Juwel zersprang. Ist nicht der Juwel, nicht das Juwel? Ich glaube, man kann beides sagen, oder? War das richtig? Ja. Komm! Geil. Okay. Anstrengend. Aber es sind nette Rätsel. Fiole des, vom Weisheit. Weisengeheimnis, okay. Yo! Oh. Geil! Danke, lass mich hier raus. Oh Gott. Also sind knifflig, aber sie sind machbar. Das ist das Gute. Uiuiui, was ist das denn? Bin ich über dem Himmel? Sieht aus wie das Ding von Dragon Ball, wo Mr. Popo gelebt hat, glaube ich. Dies ist die Prüfung des Mutes. Fülle dein Schwert mit allem den Mut und stelle dich dem Gegner. Alles klar, Bossfight? Aber erstmal ein Speicherpunkt, ist gut. Den nehmen wir mit. Ja, das sollten wir aber auch schaffen. 1:15. Das überspeichern wir mal fix. Ich habe ja auch meine Knuffis dabei. Ach du Heilige. Das wird ja ein Spaß. Oh, was ist er denn? Oh, der sieht auch böse aus. Ein Barbar. Level 14. Oh ja, entspann dich. Wow. Los, Knuffis, ihr könnt mir mal helfen. Genau, holt die Bombe raus. Wow, what? Der hat komische Attacken. Das ist übel. Ja, gut ausgewichen. Wie? Nein! Weg. Und ab. Jo. Alles cool. Der kratzt ja Popo, wir können angreifen. Und weg mit dir. Was? Der lebt noch? Sicher halt ein paar Kunstlederstiefel. Toll! Hey, das sind meine Freunde! Sieht so aus, als wäre es geschafft. Rodan, Chanti. Oh, da ist diese Kugel. Kriegen wir jetzt unseren Wächter? Evan Pettywhisker Tildrum, thou hast proven thyself worthy. A kingmaker shall be thine. Okay. Au!
Wie bitte? Das ist Witz, oder? Das sieht aus wie eine Pommes. Na toll. Richtig geil Ding, wa? Was will denn dieser Winzling? Ist das ein Monster? Jetzt schlägt's aber 13. Ich bin ein stattlicher Wächter. Ich bin weder winzig, noch sonst was. Noch so eine Frechheit und ich ziehe euch über... Hallo? Du bist ein Wächter? Was reicht man? Aber hallo, ich bin Remy. Freut mich. Dann hat Evan die Prüfung also bestanden. Ja, und scheint nicht gut, so wie es aussieht. Und ist berechtigt, König zu werden. You went wrong there. Jupp. So ist das. Wenn man meine Gunst hat. Irgendwie habe ich mir dich völlig anders vorgestellt. Okay. Ey. Ihr seid ganz schön unhöflich. Wenn ich erstmal loslege, bin ich nicht zu stoppen. Zugegeben. Momentan bin ich noch etwas... Egal. Lass uns schnell den Pakt schließen. Hast nicht zufällig so coole Paktutensilien mit, oder? Aber der Ring sieht ja auch genauso aus wie er, also. Ach so, Paktutensilien sind was Heiliges, also keine Waffen, mit denen ihr Monster platt macht. Der Ring. Oh, ich wusste gar nicht, dass man sowas braucht. Dieses Schwert und diesen Stab kann ich da nur nicht nehmen. Was ist denn sonst noch geeignet? Mensch, der Ring, den du trägst. Nimm, was dir lieb ist. Aber mach hinne. Ah. Wie wäre es mit diesem Zweig? Also denn... Moment, ein Zweig? Really? Ein Pakt mit einem Zweig? Ich werde nicht mehr. Etwas mehr... Ach, egal. Habt ihr schließlich die Wahl gelassen. Sieht ja auch einigermaßen robust aus. Wird schon passen. Dann also zum Pakt. Erstmal musst du den Zweig hochheben. Come on, come on. There's beautiful. Righto, my turn. Leute, wir haben noch so einen kleinen komischen Freund. Was du da gerade gesehen hast, war das Wächterband. Das ist die Verbindung zwischen König und Wächter. Wer hätte es gedacht? Das Wächterband? Redest du hier mit mir? Ist es nicht ein bisschen dünn? Sieht nicht besonders stabil aus. Crikey. Naja, wir haben es ja gerade erst geschaffen. Wenn das Königreich wächst, wird die Verbindung zum Wächter tiefer... Und das Wächterband wird stärker. Klingt logisch. Dann sollten wir schleunigst mit der Gründung unseres Königreichs beginnen. Das ist die richtige Einstellung, Mann. Flip! Ach, fast. Ach so, fast vergessen. Ich habe noch was Cooles, das ich dir geben muss. Was Cooles? Was total Cooles. Guck! Luft. Ein Kampf-Equalizer. Was ist das? Eine Steinplatte? Eine Steinplatte? Ich hab mich wohl verhört. Das ist schließlich all meine wächterliche Kraft drin. Ich nenne das den Kampf-Equalizer. Cool, was? Können wir den hier machen? Der Kampf-Equalizer ist ein sehr nützliches Werkzeug, mit dem du dir verschiedene Vorteile im Kampf sichern kannst. Wähle im Hauptmenü den Kampf-Equalizer. Wenn du den richtig benutzt, kannst du noch wirkungsvoller kämpfen. Das wird ein Spaziergang. Ist im Moment sowieso ziemlich leicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe keine Ahnung, was das Ding uns bringen soll. Nur Geduld, Übung macht den Meister. Wenn ihr ihn erstmal benutzt, werdet ihr es schon verstehen. Alright.
Damit wäre der Pakt also geschlossen. Kehren wir erstmal zum Versteck der Luftpiraten zurück. Yay! Yeah! Ah, Frischluft. Mann, ist das lang her. Gut, dann lasst uns den Boss Bericht erstatten. Der wird gucken, wenn er dich sieht. So, wie geht jetzt mal auf die Kampf-Equalizer? Gucken wir uns das mal an. Der Kampf-Equalizer. Hier findest du eine Reihe von Reglern, mit denen du bestimmte Parameter für Effekte und Monster bearbeiten kannst. Du kannst zum Beispiel den Schaden gegen bestimmte Monster oder Resistenten gegen Elemente erhöhen. Natürlich gibt es diese Vorteile nicht auf den Silbertablett serviert. Du musst Kampfpunkte sammeln, um sie freizuschalten. Kampfpunkte erhältst du immer dann, wenn das Level deiner Gruppenmitglieder steigt. Training ist also unerlässlich, wenn du den Kampf-Equalizer mit allen seinen Funktionen nutzen willst. Alles Klärchen, okay. Cool, also im Endeffekt, wie ein, ja, Fähigkeitenbaum. Ne? Scheint so. Aber wir sind überall noch Level 0, von daher können wir da eh nichts machen. Was? Ah, ich habe 35 Kampfpunkte. Geil. Okay, Kampfparameter. Diese Parameter, passe Parameter an, die dir im Kampf einen Vorteil verschaffen. Bevor du diesen Bereich erwärmen kannst, musst du ihn zunächst erweitern. Okay, machen wir. Alles klar. Toll, jetzt kann ich einen Punkt erhöhen. Dann würde ich zum Beispiel mal Verteidigung nehmen. Abwehrkraft erhöhen. Reduziere den genommenen Schaden in der Abwehrhaltung. In der Abwehrhaltung, oh Gott. Ich bin ja nie in der Abwehrhaltung. Vergrößere das Zeitfenster, in dem du nach dem Ausweichen nicht angreifbar bist. Erhöhe die MP, Wiederherstellung von normalen Angriffen und Gegenständen. Ja komm, machen wir hier einen Nahkampf. So. Aber ich kann das auch wieder zurücksetzen, so wie es aussieht. Ganz simpel. Alles klar, das ist ja cool. So, denn, erweitern wir hier erstmal alles, würde ich sagen, wa? Elemente! Manche Angriffe sind einem Element zugeordnet. Der Zauberfeuerball gehört zum Beispiel zum Element Feuer. Wer hätte es gedacht? Es gibt 5 Elemente. Feuer, Wasser, Wind, Licht und Dunkel. Je nach Monstertyp verursachen Angriffe eines bestimmten Elements mehr oder weniger Schaden. Nimmt ein Gegner bei einem elementbezogenen Angriff kaum Schaden, hat das Monster vermutlich eine gute Abwehr gegen dieses Element. Findet den Schwachpunkt. Das gilt allerdings auch für Evan und die anderen. Bereite dich auf Kämpfe gegen Monster eines bestimmten Typs gut mit den entsprechenden Ausrüstungen vor. Im Kampf-Equalizer unter Element- und Zustandsresistenten kannst du deine Elementabwehr zusätzlich verbessern, aber Vorsicht! Dies geschieht auf Kosten deiner Zustandsresistenzen. Alles klar, also ich könnte jetzt hier zum Beispiel... Ich kann jetzt sowieso nur eins machen. Ich könnte jetzt hier eine Resistenz gegen Feuer machen. Oder machen wir mal... Feuer und Verwirrung ist auch geil. Licht und Dunkelheit. Also, ich könnte jetzt hier eine Resistenz gegen Dunkelheit erhöhen, würde aber dadurch mehr Lichtschaden kriegen, so wie es aussieht. Das ist sehr cool. So, schalten wir mal die Kampfbelohnung frei. Okay. Wachstum und Reichtum. Also es gibt 4 Dinge. Wachstum, Reichtum, Glück und Ausrüstung. Und so wie es aussieht, können wir einen davon wählen. Wachstum und Glück. Erhöhe die Menge der erhaltenen EP und seltenen Materialien.
Erhöhe die Menge von Gulden oder Ausrüstung. Wir aktivieren das hier. Ich will Geld und Dings. Können wir beides machen? Oh, 10 Kampfpunkte muss ich investieren. Nee, das mache ich mal noch nicht. So. Monstertypen. Die Monster teilen sich in 6 Typen ein, die im Folgenden anhand repräsentativer Beispiele vorgestellt werden sollen. Harte Monster. Boah, sieht die krass aus. Dazu gehören Monster wie die Ziegeliten und Roboter, deren Körper aus Stein und Metall bestehen. Weiche Monster. Dazu gehören Monster wie die Wablis und Plasmaskelette, deren Körper aus einem zähflüssigen Material bestehen. Naturmonster. Dazu gehören natürliche Wesen wie Tiere und Pflanzen, zum Beispiel die Dornolfe und Britzmatze. Drachenmonster. Dazu gehören Drachen und drachenähnliche Monster, wie zum Beispiel die Blitzdragos und Exwürm. Feenmonster. Dazu gehören die etwas eigenartigen Monster wie Flauschefeen und Mentale. Dämonenmonster. Dazu gehören Monster, die sich ein bisschen wie Menschen verhalten. Zum Beispiel die Shinkillas oder Oinkongs. Manche Ausrüstungen sind gegen bestimmte Monstertypen besonders wirksam. Es empfiehlt sich also, die Ausrüstung immer auf den entsprechenden Gegner anzupassen. Das bedeutet, wir brauchen, um wirklich perfekt zu sein, von jedem Typen eine Ausrüstung. Lass mal gucken. Darüber hinaus kannst du im Kampf-Equalizer den Angriff gegen die jeweiligen Monstertypen verbessern. Wahrscheinlich genau wie bei den Elementresistenzen. Genau, wenn ich jetzt gegen Wabbelmonster erhöhe, wird der Schaden durch harte Monster bei mir aber steigen. Nee, das ist der genommene Schaden. Okay. Also ich will mehr Schaden bei Wabbelmonster machen, krieg aber dann weniger Schaden bei harten Monstern hin. So sieht's aus. So. Kann ich hier noch was machen? Nee. Aber ich weiß jetzt nicht. Ich stell's jetzt einfach mal auf Wabbel. Das macht jetzt, glaube ich, noch nicht so den Unterschied. Ich kann doch hier noch was auswählen, oder? Ah, guck mal an. Hier muss ich mir ja so aussuchen. Also mehr EP oder mehr Gulden? Ich will mehr EP haben. Ich will es erweitern. So. Zehn Kampfpunkte, die nehmen wir. Da haben wir jetzt mehr Gulden, das ist gut. So. Oh, da brauche ich 11 Kampfpunkte. Da brauche ich 2. So. Hier bin ich jetzt einfach mal auf Level 2 hoch. Das heißt, ich kann 2 Punkte vergeben. Brauche ich jetzt noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier auf Dämonen. Aber es ist ganz gut, so habe ich die Kampfpunkte schon mal ein bisschen verteilt. Und ja. Mal gucken, ob das wirklich nötig ist, dass wir das überhaupt machen. Also bei Bossfights kann ich es mir gut vorstellen, dass wir uns da mal vorbereiten sollten, aber sonst weiß ich jetzt nicht. Ich habe hier bisher nicht so die krassen Probleme in diesem Spiel. Ich würde sagen, bevor wir mal gucken, was hier so abgeht, haben wir neue Gegenstände bekommen? Nee, ne? Doch, hier, wir haben so ein Hölzchen bekommen. Boah, das ist aber gut. Das ist gutes Hölzchen. Du hast auch nichts bekommen, ne? Da eine Lederrüstung haben wir bekommen, siehst du? Ist das eine bessere Lederrüstung? Das ist eine bessere Lederrüstung! Yay, Shanty, was geht? Hallo, ich möchte gerne Gegenstände verkaufen. Ich möchte etwas verkaufen. So. Ein Holzbogen. Und das Ding. Dann habe ich hier noch eine Lederrüstung, die weg kann. Ein paar helle Slipper. Oh, warte mal, scharfe Kurzlederstiefel?
Alter, Schaden durch Schwerter plus 2. Feueres Test plus 1. Hey, lass mich mal in Ruhe hier. Die muss ich mir angucken. Ausrüsten. Kriegt natürlich Roland. Verteidigung geht plus 11 hoch. Das ist gut, das nehmen wir. So, du kriegst dafür die besseren Feldschuhe. Pushen wir dich nochmal ein kleines bisschen. Ja, Roland ist halt unser Nahkämpfer. Er ist halt der Tank so ein bisschen, deswegen. So, gehen wir mal zu Zoran. Der ist bestimmt zufrieden, dass wir seine Tochter befreit haben. Hallo! Hey, ich hab ein cooles Monster. Hoi there. Hätte nicht gedacht, dass ihr das Heil übersteht. Dein Gesicht sagt mir, du warst erfolgreich. Darf ich vorstellen? Der Wächter meines Landes, Remy. Oh, das ist also der Wächter. Ey, der sieht aus, als könnte er für McDonald's arbeiten, ey. Naja, grüß dich nicht alles, was? Batz du ab, du Banause. Jungs, heute Nacht wird gefeiert und zwar ordentlich. Bereitet alles vor. Echt jetzt, ne Fete? Juhu! That night, the Sky Pirate celebrated Evan and his friend's success into the wee small hours. They all agreed that Evan was a fine young man indeed, and that he would make an even finer king. And then, Morgan came. Oh, es ist schon morgen. Haben die nicht gepennt? Wie schön. Evan. You mean to become king of this here world, is it not so? Yes. Well, now there's a thing. I see something in you. I'm not the only one. What are you doing? The men of Cloudcoil Canyon do hereby swear fealty. We serve you now, your majesty. Huh? Gosh. So it was that the very Sky Pirates who had once sworn to take Evan's life... Oh, cool! ...now swore to devote their own lives to serving him. And with this fledgling following, he took his first steps on the long road. Jetzt träumen wir schon wieder, na toll. You seem pleased. I am. It all happened just as you said it would. I met lots of new people and made lots of new friends. Perhaps I really can keep my promise to Nella. So you really are going to rule the world then? You don't do things by halves, do you? But building a kingdom is hard work. And building a great kingdom is even harder. It's not going to be easy. I know that. But I'm going to try. I have to. Spoken like a true leader. You'll be meeting a lot more people soon, Evan. You have to listen to them, all of them. And you have to remember the things they tell you. It will make you a better king. I'll try my best. Sorry, I'm talking as if I know everything again. But I'm right, I think. I trust the person who taught me all of this more than anyone else in the world. And so should you. Until next time, Evan. Goodbye. Gut. Unsere kleine Fantasie, dieser kleine Junge aus dem Traum, sagt auf Wiedersehen.
Ich würde sagen, weil ich vermute, dass das Kapitel gleich zu Ende ist, werde ich auch schon mal auf Wiedersehen sagen, dass wir nächstes Mal direkt mit Kapitel 3 anfangen. Kleine Info für euch, das nächste Video wird erst Dienstag kommen. Ich bin über Ostern nicht im Lande, deswegen kann ich nicht Neues für euch präsentieren. Heute Nachmittag gibt es auch einen City Skyline Stream. Uhrzeit weiß ich noch nicht, werde ich bei Twitter bekannt geben. Und ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal frohe Ostern und ich hau mich einfach jetzt schon mal raus, bin dann ruhig und mach in der nächstmöglichen Situation Schluss und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, eine neue Folge Ni no Kuni 2.